Hallo, heute ich präsentiere den Vogue Pocket von Foyutech. Ich habe das selber gekauft, das ist gar kein Placement. Und was steht das drin in der Verpackung? Die Verpackung, wir haben sehr gute Karton, die verschiedenen Einleitungen, sehr kleines, es gibt Chinesisch und Englisch. Bezüglich Anleiter, ich schlage vor, Downloaden von offizielles Website von Foyutech. Es wird viel mehr Informationen als in diesem kleinen. Es gibt Garantie und natürlich Ladekabel, sehr kleines Mini-USB, normales USB, Tripod, Tragetasche, sehr nützlich und selber der Gimbal. Das ist sehr klein und sehr leicht. Und zwar, ich habe noch bekommen dieses kleine Tuch von Zeller, das als kleines Präsent. Aber das ist ein bisschen weg, das ist nicht das die Wichtige. Wie hier dieselbe Tripod und Gimbal ist hier. Das ist die leichteste Gimbal, die ich gefunden habe, weil ich suche die Gimbal für Streetblogging. Reiseblogging mit Smartphone und deswegen suche ich etwas was leicht und etwas was ich kann in die Tasche tragen. Stellen Sie das die und die Gimbal hat ohne Smartphone das ist man darf nicht benutzen, lieber mit Smartphone. Gimbal hat drei Knöpfe, zwei vorne, eine hintere, das ist die Triggerknöpfe, ein Ausschalten und Shooting. Jetzt probieren wir einfach, aha, ich muss das auch frei machen. In aller Bewegung, alles bewegt. Das und. Voilà. Und dann, wir bekommen im sogenannten Panning-Mode. In diesem Mode, Smartphone bewegt in die Richtung, wo schwenkt der Griff, beispielsweise rechts oder links. Man kann das auch fixieren, das sogenannte Lock-Mode. In diesem Mode, die Smartphone fixiert und wenn wir bewegen rechts, links, das alles ist fixiert. Und wenn man nochmal drückt, man bekommt in diesem Panning-Mode, oder wenn von der meiner Seite, das ist so sieht aus. Und es gibt das dritte Mod, das heißt Fold, wenn man drückt dieses sogenannte, wie das die Produkthersteller genannt, das ist der Trigger-Button, einfach. Und das die Smartphone bewegt in die Richtung, wo bewegt es die Button. Und das ist noch interessanter, wenn wir beispielsweise möchten ein bisschen andere Winkel haben, wir können das einfach die Button freischalten und dann, dass der Winkel ist fixiert. Guck mal, das ist in Lock-Mode oder in Panning-Mode, das ist auch so. Das ist grundsätzlich das Smartphone. Der Nachteile. Ich habe schon versucht, das die leichteste gefunden. Ich war beim Mediamarkt und dort es gibt viele von Rolei, aber sind groß und schwer. Sie mehr als 400 Gramm. Zuerst, ich habe schon gelandet bei Snopper Atom. Viele Reviews gesehen, es war sehr interessant und die neue, die leichteste, aber das Gewicht war 440 Gramm und dann wir haben das dieses gefunden und das Gewicht noch weniger, 272 Gramm, das ist die leichteste, die ich gefunden habe und natürlich für diese kleine Masse, man muss etwas verloren, im Unterschied mit Snopper Atom. Hier gibt nur drei Knöpfe. In Snopper Atom gibt es Joystick, gibt es die externe Button, die man kann benutzt im App. Aber für mich persönlich das Gewicht war und das die große, mache ich das aus,
Ja, die große, das ist für mich war sehr wichtig. Und zwar nach den verschiedenen Reviews, die verstehen, dass die App, die nur wenige Leuten, man muss das fixieren, in diesem Richtung, in diesem Richtung, in diesem Richtung und dann einfach ein bisschen drehen. Und ja, das ist alles schon fixiert. So, im Unterschied mit Snopper, ja, ich habe schon verstanden, dass im App die am meisten Leuten benutzen für Videoaufnahme die Standard-App von Samsung oder iPhone und nur wenige benutzen die App, die kommt mit Gimbal. Normalerweise die Leute benutzen diese App nur für Smartphone-Update und nicht Smartphone, Gimbal-Update und das war's. Und ich habe schon für sich entschieden, dass, okay, wir verloren diese drei Knöpfe, es gibt keinen Joystick, aber mit Joystick, man kann das quasi mit dem Knopf benutzen. Und der dritte Nachteil war die Neigung. Die Neigung war ein bisschen weniger als bei anderen. Aber im praktischen Leben, ich habe schon das gefunden, das ist unwichtig, ich mache das ein. Wenn ich beispielsweise etwas höre, aufnehmen möchte, ich kann das dieselbe einfach der Griff auch bewegen und deswegen ich bekomme das die Neigung, die ich brauche. Natürlich, wenn ich einfach das so, man kann das trifft mit ja, das ist die Maximum Neigung. Sie können das in Beschreibung finden und da unten im Video gibt es ein paar Links dazu. Und die letzte, wo habe ich das gekauft? Ich habe das gekauft im AliExpress, weil im Amazon war nicht verfügbar. Ups, ups. Nicht verfügbar. Und ich habe schon gefunden im AliExpress Verkäufer, die besitzt eine Lage in Spanien. Und ich habe schon dann bestellt, ein bisschen mit Verkäufer geredet. Es war auf Englisch, sehr netter Verkäufer. Und ich habe schon bekommen in 4 Tagen. In 4 Tagen ich bekomme das meine Bestellung, aber im Amazon Karton. Wahrscheinlich der Verkäufer hat benutzt das Amazon Fulfillment. Und der Preis für diesen war 89 € im Vergleich mit Snopper. Snopper kostet fast 100 Euro und ja, das war die kleinste und smarteste Lösung. Hallo, das ist die Aufnahme von Gimbal. Jetzt wir sind im Panning Mode. Das ist so. Das ist der Lock Mode. Mode, wir können das so und zurück im Lock Mode. Und natürlich die Panning Mode zurück.